Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Studios und das Universum ist back. Jetzt live auf Stream. Ich habe aber natürlich noch meine andere Variante, die ich weiter nutzen werde. Und ihr seht, hier hat sich einiges verändert. So, und das ganze Spiel an sich hat sich auch verändert. Und was genau und wie, das werden wir jetzt in einem neuen Let's Play, also eine neue Staffel quasi herausfinden. Deswegen auf jeden Fall dranbleiben. Der Modus, den gibt es übrigens noch nicht. Wake up. Wake up, Creed. Bin ich. This is the beginning of your story. It starts with nothing. Nothing but an infinite void. However, you, with a single touch, can awaken the light. Wollen wir touchen? Ich hab schon gesehen, ich weiß, was passiert. Das ist einfach nur cool. Also ich touch mal, ne? And so the universe sprang into being. Worlds filled with endless potential were scattered into the beyond. They formed into many different shapes and sizes. And while most were doomed to drift among the cosmos barren and alone, others flourished. These few planets soon became home to the greatest phenomenon of all. Sieht nicht geil aus. Life. However, life is a peculiar thing. It comes and goes as swiftly as a bit of space debris burning up in an atmosphere. A creator's purpose was always that of an observer, to simply admire the fleeting beauty of life's beginnings and ends. Yet, this balance could never last. The issue with allowing a species to evolve independently is that they always fail to do so. For life to have a better chance of succeeding, it needs a helping hand. Ah, here we are. Welcome to Mother Planet. This is a bare sight, for it came to be that there was day and night. Warmth and cold, and water to flow through the planet's veins. The soil was rich with minerals, which gave rise to a thick blanket of green. The perfect ecosystem was formed. It is no wonder, then, why life has chosen to inhabit it. A new species has been born, and they need guidance. This is your purpose now. Their very existence rests in your hands. So, und da sind wir auch im Spiel. Jetzt suchen wir uns mal eine schöne Gegend aus. Wie gesagt, sieht auch ein bisschen anders aus alles. Am besten was mit einem großen Gewässer dran. Ja, da könnten die auf einmal rüberwandern. Das will ich ja jetzt auch nicht. Das hier sieht ja eigentlich sehr vielversprechend aus, aber grenzwertig. Wahrscheinlich hier so, hier ist gut. Zack, ja, will ich. Take a look at your new subjects. They're called Nuggets! Largely because of their body's apparent inability to keep itself in one piece. Gut, oder? Adahi and Elu, the architects of their species. They are the founders of everything that Nuggets bauen direkt ein Haus. Geil. Und die haben was abgeschlossen, direkt schon. Das zeige ich euch jetzt mal, wie das hier funktioniert. Hier drauf oder da drauf. Und das hat sich ein bisschen geändert, wie ihr jetzt seht.
Was, wie, wo, welche Reihenfolge besser ist, weiß ich nicht. Ich würde als erstes mal sagen, Wasserrad, Brunnen. Wir müssen uns hier fürs Überleben vorsorgen. Wasserreservoir. Sollen wir erstmal die Dinger hier durchjagen, damit die hier ein bisschen was machen können. Ich schleune hier mal ein bisschen die Zeit. Das Wasser ist immer am wichtigsten. Dann könnt ihr ruhig mal hier so ein bisschen rumeiern und machen und tun. Oh, guck mal, da bauen sie. Die glauben auch noch nicht an mich. Kommt noch. Das muss ich erst aufbauen. Das ist nämlich hier. Glauben. Das ist auf jeden Fall eine neue Funktion. Hier, das ist, glaube ich, alles gleich geblieben. Jawohl. Immer zur Hütte zurück. Hier unten habe ich schon gesehen in einem kleinen Test. Haben wir jetzt Gas neu? Kräuter, so Essen ist klar. Und der Baumechanismus ist relativ ähnlich gehalten. Das geht hier auch relativ zügig gerade noch. Also schon mal gut. Wie gesagt, die können sich jetzt hier ausbreiten. Und ich hoffe mal nicht, dass die anfangen wollen, hier drüben hinzugehen. Geht noch vom Weg her. Guck mal. Das ist aber schön. Schön gemacht. Wo setzen wir es denn hin? Ach, hey, ja, bitte, aber hier. Machen wir einen am anderen raus, wa? Guck mal, hier so ein bisschen die Wege mit zu. Und eine E-Mail. Das Buch der Liebe. Hilf Eddie und Elu, die Bevölkerung zu erhöhen. Verbinde sie mit Liebesding. Okay, das machen wir. Liebe. Mal Steuerungstaste dazu drücken. Hat er? Okay, die habe ich erwischt. I couldn't possibly imagine a better couple. Sehr gut, so läuft das, Jungs, Mädels. Jetzt ab nach Hause und bumsen. Machen die echt? Ha! Bin aber zügig. Dann kriegen wir hier auch mal schön Punkte, glaube ich, wenn wir das machen. Ich hoffe, you've been working on your so auf dem Winterbereich, Wintereinbruch zu bauen, ja. Zieh die dicke Pantoffel aus, der Sommer ist da, ja, und hier ist Stockenduster. Ah, guck mal, da ist mein Baby Nugget. Tauf den kleinen Bengel mit anständigen Namen. Oh, guck mal hier. Eva. Adam. Meine ersten. Naja, sind nicht ganz die ersten, aber egal. Hauptsache, die haben was. Hier geht es ja auch schon zügig voran. Da können wir hier schon fast weitermachen, ne? Wir müssen ja hier Essen haben. Jetzt müssen wir aber kochen, glaube ich, eher. So, während sich Namenliste ob ein Nugget während eines Anfalls abgesprochen hätte, ist große Bauweise brillante Methode zur Verbesserung der strukturellen hier bei Graben tiefer Löcher im Mindestein Grub. Feuer haben wir einen. Komm, wir machen mal Angeln. Das und das. Da müssen wir auch mal ein bisschen hier so durchlucken. Irgendwie kann man auch die Ressourcen dahin bringen. Ich weiß noch nicht wie. Brauche nämlich relativ zügig. Ich habe nur gelesen, dass es sehr anfällig momentan noch ist. Also Schwierigkeitsgrad recht hoch gehalten.
Ja, dann haben wir ja fertig. Was steht da? Ne, das war das nicht. Also schon weg, schade. Ja, wir können mal die Gebäude generell durchgucken, ne? Die kennen wir. Bunker kennen wir, Farm kennen wir. Sind auch neu, nicht neu. Batterie, das ist neu. Lagerfläche. Oh, Gas. Guck mal, Gas, das hat was mit Elektrizität zu tun. Eisenmine, Steinmine, Wasserpumpe, ist klar. Archiv, Wachturm, Rathaus. Regierung, okay, dann kannst du ein Rathaus bauen. Wetterstation, Schule, das Rathaus ist auf jeden Fall neu. Das ist so das Standard. Das ist aber ein kleines Ding. Und Kosmetik ist noch nicht da. Na, der ist fast voll, sehe ich. Das ist schon mal gut. Werkzeug abgeschlossen. Ist ja auch wichtig, aber ich will erstmal, dass sie die Dinger fertig bauen. Wir brauchen mehr Nuggets. Die sind noch zu alt, zu jung. Adam und Eva. Adam und Eva werden, sobald die volljährig... Ah, da sind sie volljährig. Direkt mal hier verliebt und verlobt und verheiratet. Nuggets are all unique to one another. Although there are some things that are shared between nuggets, these include certain essentials like food and water, a stable roof over their heads, and an occasional nap. They want to learn, build, discover and create. Ich habe eine neue Nachricht. Hilf Adam, die Hütte fertigzustellen. Nutze die Schöpferkraft, schweben, lass die verschiedenen Ressourcen auch. Ressourcen zu der Baustelle zu bringen. Okay. Nur wo kriegen wir die Ressourcen her? Wenn ich jetzt einfach so mache. Oh, we're doing this again, are we? Geht mal nicht da rein. Ah, cool. So, you've uprooted a tree. Now what? Hat er nicht erzählt, Leute, ne? Also war das jetzt nicht geplant. Tada, cool, so schnell geht das. Ha! Das ist gut. Heil Adam mit der Verjüngungskraft, okay. Sehr richtig anstrengend hier. So, wir brauchen jetzt auf alle Fälle erstmal hier einen Architekten. Und das mache ich jetzt wirklich hier so. Das ist schon mal ein guter... Entschuldigung, bin ein bisschen erkältet. Ich habe keine Power mehr. Shit. Oh fuck, dem ist schlecht. Würde ich mal meinen. Warum ist denn der grün? Ich muss den, glaube ich, heilen. Nur 10 für.
This water pump system is rather advanced for such a young civilization. I mean, sure, it's built out of rocks, wood and a bit of string, but impressive nonetheless. Okay, ich muss warten, dass ich ihn heilen kann. Der sieht ja nicht gesund aus hier, das ist ja richtig anstrengend. Mir fehlen nur noch 3 Punkte. Komm schon! Jetzt nicht gut. Na, das geht schleppend. Wasser haben wir immerhin hier. Na, Ena. Jawohl. Never felt so good. Nor ever will they again. Brauchen wir als nächstes wieder die. Wir brauchen noch 5. Hier fehlt nur Stein. Und hier glaube ich auch nur Stein, ne? Mhm. Auf jeden Fall von weiter weg immer schöne Ressourcen reinklatschen. Das ist jetzt gut, dass das funktioniert. Das hat, glaube ich, vorher. Ich war zu blöd dafür. Na, hier, guck mal, dann ist doch voll fast, oder? Kann die 3 oder? Ne, volle Hütte. Sehr gut. Oh, ich soll ein bisschen gucken hier. Auch noch den nächsten voll. Geht's einem nicht gut? Ach, die hat sich erschrocken. Hey, auch schon nach Flaggen, die ein Gebäude sehen. Jawohl, das ist nämlich dieses hier. Ah, guck mal, schon wieder ein Erwachsener, sehr gut. Arbeiter, Adam, kommt hier rein. Was sagt die Uhr? Naja, wir haben noch Zeit, ja gut. Ja, nicht mehr so viel, aber ein bisschen haben wir noch. Bald ist die Fischerhütte fertig. So, auf jeden Fall hier immer gut hoffen, dass wir das schnell vollkriegen. Dass wir hier auch gleich schön Wasser haben. Oh, hier plus. Ja, sehr gut. Für den Winter wird das nämlich nicht sonst. Krankenhaus kommt als nächstes. Nee, genau, Kochen kommt danach. Speiseöl, Hunger reduziert um 10%. Muss sein, ne? Zwischendurch immer sowas hier. Ah, wo bin ich denn hier? Oh, schöne Sprache. Ist halt alles noch Alpha, ne? Muss man ja mal noch dazu sagen. Fisch heute ist bald fertig. Also das Angeln generell per se. Kann ich mal wieder hier mal zusammenführen. Keine neuen Liebschaften, nur alte könnte ich jetzt erfüllen. Okay, aber auf jeden Fall ist Angeln fertig und das werden wir direkt mal hier noch reinpflanzen. Wäre ich hier noch. Ah, guck mal, wir müssen eh wieder warten. Ja, besser ist es. Ich könnte ihn höchstens jetzt den Weg nehmen, die Steine da schon mal zu pflanzen. It's getting a bit chilly in here. Winter is coming, Creator. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt, wenn wir das machen. Sehr gut, haben wir das nämlich schon voll.
Ja, Nahrung habe ich jetzt eh keine große neue. Der Tempel. Sie müssen ja ohne arbeiten. Wie sieht es mit dem Wasserstand aus? Das blüht. Ja, der war ja schnell fertig. Der sieht auch wieder ein bisschen anders aus. Ich könnte jetzt höchstens alternativ schon mal das Archiv hinstellen. Sprich mal hier so. Und da auch nochmal. Hier hätte ich Holz. Ich würde aber lieber nochmal einen großen Stein da reinschmeißen. Dann kann man das schön beschleunigen auf alle Fälle. Komm hier. Eva geht immer mal fischen. Eva wird Fischerin. Man wird hier nicht verdurschten zwischendurch. Kommt hier nochmal ein Boden rein. Oder? Nee, warte mal, Cancel. Alter Verwalter, hier geht's einen Schlag nach dem anderen. Achso, da ist der kleine Drecksboden, ne? So. Das kommt. Aber ich mache jetzt Feierabend. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch gefällt es. Wenn ja, ruhig runter in die Kommentare. Liken, teilen, abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.